In der Türkei steigen die Preise schneller als erwartet, vor allem Nahrungsmittel werden teurer. Die jährliche Inflationsrate stieg im April um 0,3 auf 7,9%, so die Statistikbehörde. Essen wurde im Jahresvergleich mehr als 14% teurer. Die Zentralbank hob ihre Jahresinflationsprognose von 5,5 auf 6,8% an. Die Lira sei schwach und die Ölpreise höher als erwartet. Zum Bremsen sei es aber noch zu früh. Ein türkischer Bankenökonom: Jetzt machen wir uns auch Sorgen über die Inflation im Mai.